weiß ja gar nicht, womit der gerade fährt. LKW. Na gut, der schafft auch 100. LKW durch ICE. Ja, sag ich doch, die fahren durch. Ja. Oh, guck mal, ich habe die Mühle gefunden. Wow. Nee, ist das der Güterbahnhof? Ja, es könnte der Güterbahnhof sein. Er macht Feierabend. Genau, der macht Feierabend, der kommt nicht weit, der fährt nicht weiter. Wer? Dein Mähdrescher. Warum nicht? Hat Feierabend gemacht. Genau. Tritt alle. So kann man auch ein Map-Ende gestalten, ne? Einfach mal eine Wand und einen Meter später sieht man schon nix. Einfach ein schwarzer Abgrund. Aber da unten im Abgrund steht was, sieht er das? Da hinten, da ploppt sowas auf. Warte mal. Sieht man das so auch? Warte mal, wir scrollen mal weiter raus. So, jetzt können wir unter die Map gucken. Wow! Und auf einmal fliege ich so Meter zurück. Ach, guck mal. Da kommt der ICE geflogen. Da kommt der ICE. Bam! Und dann erstmal schön über die Schienen hinweg, weil... Achso, den Anhänger sollte ich vielleicht auch wieder mitnehmen. So. Oh, der Mähdrescher bewegt sich wieder. Hä? Oh, ich bin auf einmal auf dem Militärgelände gelandet. Oh. Was man hier alles so findet, wa? Ja. Aber ich würde sagen... So, ja. So, Marc, ich hab dir jetzt Platz gemacht. Ich hab den Mähdrescher einfach mal weggefahren von der Stelle. Oh, jetzt habe ich den verhörten Häuschen umgefahren. Den armen Soldatchen davor. Das war keine Absicht. Also mit der Armee muss ich mal meckern. Wieso? Na, weil es überhaupt nicht abgesichert hier ist. Guck mal, ich bin... Jetzt kommen die Bomber. Ich hätte es nicht sagen sollen. Oh, ja, natürlich, ey. Er lenkt da nicht und dann abrupt. Natürlich, immer. Da, Silage ist fertig. Piro, wo bist du? Da. Ich krieg dich nicht sehen. Weil ich am Kippen aus bin. Du blind sein. Immer.
Oma. Ich stehe neben dir. Hm? Hm? Mach die Augen auf. Hallo. Hallo? Hallo. Ja? Bist du blind? Ich stehe vor dir. Ach da! Ich hab dich gar nicht gesehen aus dem hohen Führerhäuschen. Hier steht ja noch die Hälfte auf dem Feld. Ja, mach das da mal weg. Hat der Erntehelfer nicht ordentlich gearbeitet? Grubber ist jetzt weg. Oder Grubber weg. Egal. Nö, du kannst ja mit dem Mähdrescher langfahren. Nee. Mach Grubber weg, den Scheiß. Nö, ich mähe das gleich grad weg. Vielleicht. Jetzt müssen wir die ganze Scheiß-Silage natürlich rüberbaggern, ne? Ist ja klar. Mann! Und ich bin gerade zu blöd zum Einparken. Oder gibt's einen anderen Weg, Mark? Nö. Müssen wir wirklich alles rüberbaggern? Das war gerade ein Scherz von mir, das weißt du, ne? Nicht Hardy. So, also ich bin dafür, dass wir uns jetzt langsam mal wieder beim Hof einfinden. Ja, warte, ich mach das Zelt hier noch fertig. Ist nicht mehr viel. Wenn du um 45 nicht hier bist, beende ich die Aufnahme so. Okay. Heißt 6 Minuten. Ja, 6 Minuten müsste ich hinkriegen. Jo. Jo, guck mal kurz, wo ich bin und sag mir mal, ob der Hänger so gut steht. Da hab ich nichts mit zu tun. Pixel ist der, der für die Ordnung zuständig ist, und da der heute nicht da ist, den stellen wir alles kurz und quer. Ja doch, passt. Man kommt mit dem LKW auch noch durch. Mein Gott, ey. Ich hab mit dem LKW jetzt knapp 300 Liter weggehauen. Oh. Nur? Ah, sagen wir mal 400. Nur? Was für Liter? Achso, Tank. Ja. Was dachtest du denn? Wasser.
Nee, ich dachte jetzt so an, dass er den ganzen Tag heute nur 300 Liter Pflanzen weggefahren hat. Dann hätte ich mal echt das Gehalt gekürzt. Das er sowieso nicht kriegt. Richtig. Jo, wo treffen wir uns? Im Haus? Nein, an der Silageplatte. Silageplatte, alles klar. Marc, 3 Minuten. Ja. 2 Minuten und eine zum Hinfahren. Na dann? Ich werde sowieso nicht fertig. Ich denke, du wirst fertig. Nein, noch nicht ganz. Sieht aber schon mal gut aus. Weiß doch gar nicht, wo ich bin. Och, relativ weit oben am Mähdrescher. Ja. So. Ja, dann leg ich jetzt ganz einfach mal los. Das hier ist und sollte jetzt der gerade Folge 73 sein. Ja, also wir haben noch 2 Folgen. Wo wir noch mit allen Mann eine Verabschiedung machen. Etwas größer. Das wären, wie gesagt, 2 Folgen, 15 Minuten oder vielleicht auch mal eine halbe Stunde zum Abschluss noch. Mal schauen, wie die Lust da ist. Ja, wie gesagt, ich bin da auf jeden Fall erstmal 2 Monate nicht am Aufnehmen, also fragt mich erst gar nicht, wann Staffel 5 kommt. Für die, die es noch nicht gemerkt haben, das hier ist Staffel 4. Hier schreibe ich ja mal davor, aber weiß ja nicht, dass es jeder gemerkt hat. Staffel 3 gibt es nicht, wird es auch nicht geben, denn ich habe damals gesagt, bei der Aufnahme, dass es keine Staffel 3 gibt und auch geben wird, deswegen ist das hier Staffel 4. Ne? Staffel 5 kommt entweder, wenn ich mit dem Umzug fertig bin und alles soweit erledigt ist, oder mit LS 2015. Genau. Marc, bist du soweit? Ja, ich komme jetzt. Gut, wir stehen hinten auf dem Tieflader. So, und der Marc hat noch nicht überzogen, aber sobald er überzogen hat, trete ich ihm in den Arsch. Au ja! Da er mich einmal besuchen will, kann ich dann voll zuzwiebeln. schreib mir alles auf, dann bin ich ein halbes Jahr beschäftigt. Au ja! Vor allem, wenn du alles aufschreiben würdest, wem du im Arsch treten willst. Marc? Ja, 60 Sekunden, Marc! Bei mir ist es 23.45 Uhr. Damit enden wir mit der Aufnahme. Der Marc könnte ja, wenn er wollte, sich auch mal eben durchtappen, aber... Ich bin jetzt am Hof. Hier auf dem Hof stehen ja so wenig Fahrzeuge, ne? Ja, das stimmt allerdings. Da ist er ja! Wo seid ihr? In am Tieflader! Bei diesem Gras, Stroh, Silage, Mischfutter, Stationsding da, Häuschen. Genau. Hallo Marc. So, ja, wie gesagt. 2 Folgen haben wir noch. Vielleicht lassen wir uns das Schönes einfallen. Jo. Vielleicht gibt's dann auch mal... Bisschen mehr Blut?
Nein, aber mit Facecam. Und wir haben auch schon was anderes vor zu spielen. Vielleicht gibt es ja auch ein paar Aufnahmen vor. Aber das wird dann eher so zwischendurch Ding. Also es wird keine... Keine Dauerlösung sein. Nee, das wird einfach so sein, dass ich wir dann halt nur was raushauen, wenn wir was aufgenommen haben. Guck mal, da oben wäre. Was? Da oben. Was damit? Da ist ein Horn. Da ist die Hupe drunter. Ich seh's. Ja, und? Willst du jetzt einen Applaus? Ja. Kriegst aber nicht. So, alles klar, wir verabschieden uns für diese Aufnahme und wünschen viel Spaß. Bis zu den letzten beiden Folgen morgen und übermorgen. Tschüssi!